Bei so einer hellen Haut verwende ich die Farbe Schlamm zum Konturieren. Die sieht so aus. Und ich verwende Pinsel Nummer 4. Der ist abgeschrägt und hat genau diese Schräge, die ich brauche, um das Gesicht richtig in Form zu bringen. Ich arbeite hier aus der Ohrmuschel in Richtung Mundwinkel, trage die Farbe auf und verblende sie von oben nach unten. Wichtig ist, dass man keine Balken sieht. Es soll weich verlaufen. Wenn ich will, kann ich auch die Schläfen ein bisschen eindunkeln und überall durch das Gesicht konturieren und schattieren möchte.